Oh, der hat eine Bombe. Ich glaube, das ist eine Kettenreaktion verursacht. Naja, auf jeden Fall schön weggerippert. Solche Nahkampfsituationen sind ja dann doch recht praktisch, muss man echt sagen. Also, ist ja nicht großes Ziel. Man kann einfach draufzimmern, also draufhalten. Ist ja eine Art Motorsäge der Zukunft, kann man ja fast sagen. So, wie viel Munition haben wir denn jetzt hier? Wieder 100 Schuss für den Impuls, für das Impulsgewehr. Ich lade gerade nochmal alles nach hier, während wir darüber gehen. Hier ist auch nichts mehr. Starsam war voll. Da müssen wir jetzt das Teil hacken. Hier haben wir auch alles. Ja, ist sehr schön. Und hier, das sieht auch gut aus. Super. Jetzt hier mal schnell einen Hack. So. Jetzt hacken wir die Microsoft-Server gerade und Google noch oben drauf. Dann übernehmen wir die Weltherrschaft. Ha, ha, ha. Ui. Hier wegrennen. Das geht sonst tierisch in die Hose. Ja, das war jetzt keine gute Vorstellung von mir. Ist aber auch nicht leicht jetzt. Also das Spiel wird schon härter. Und wird auch ein bisschen düsterer, ne? Also, ist hier durch die ganzen Necromorph-Attacken, die, da kriegt man schon an jeder Ecke so einen leichten Anflug von Panik. Also, es ist nicht mal eben so ein Kaffeekränzchen. ihr versteht, was ich meine. So, jetzt hier schon Stasi-Station mal wieder. Und hier rein. Schön ein paar Schließfächer, die wollen wir mal alle öffnen. Die Ware da rausnehmen. Hier sind wir ja auf der Krankenstation. Und hier ist ein Speicherpunkt. Auf der Krankenstation. Da wollen wir mal... Irgendwie kann ich den... Da, jetzt kann ich ihn aktivieren. Irgendwie gab es da gerade ein paar Probleme mit dem Handling. So, was haben wir denn hier? Kapitel 10, Kapitel 10. Kapitel 10 ist ziemlich lang. Muss ich da mal zu sagen. Gewesen. Okay, hier geht eine Tür rein. Und hier um die Ecke ist scheinbar nichts großartig. Außer Plasma-Energie. Nee, da... Wohl hier könnte wahrscheinlich auch mal irgendwo ein Necromorph raushüpfen. So wie ich das Spiel kenne. Das wäre problemlos möglich. Dann gehen wir mal hier rein. Steckt sich da eine Spritze rein. Sie hat sich also offensichtlich umgebracht, die Nicole. Damit sie nicht zum Necromorph wird. Oh, und da hat der Marker sich wohl in ihr Gehirn gefressen oder sowas. Die letzte Nachricht von Isaacs Frau. Nicht schön, was zu lesen, zu sehen. Ui! Und sowas noch unschöner. Mann, 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 ey.
Diese Lüftungsschächte und sowas alles ist dann sehr spaßig. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt irgendwann mal bei dem Spiel. Also, wenn ich da mal tot umkippe und ihr nur so hört, ich brauche einen Krankenwagen, dann wird's wohl der letzte Let's Play gewesen sein hier vom Sarazar. So, noch ein Energieknoten. Juhu! Ja. Wo haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Da können wir wieder rausgehen eigentlich aus dem Laden. Ich glaube, hier haben wir also weit alles mitgeschliffen, was mitzuschleifen war. An dem Ort, wo Nicole hier Don't Touch. Ach ja, schön hier. Einfach nur schön. Ist wie so ein Urlaubsparadies. Malediven. Ach, da gehe ich doch falsch. Müssen da durch die Türe. Das war natürlich nicht mein Plan. Verschlossen. Hier ein Aufzug. Da kommt uns auf jeden Fall was entgegen. Das ist wohl in den Lüftungsschacht da geklettert. Das wird hier jetzt den Weg freiräumen. Ach schön, haben wir da reingesteckt. Ob das da jetzt auch rauskommt wieder aus dem Lüftungsschacht. Oder drunter lang gehen und die jetzt die Türe hier öffnen. Könnte ich mir ja durchaus vorstellen. Wäre auf jeden Fall durchaus vorstellbar. Jetzt werden wir bestimmt von hinten attackiert. Also was ganz Mieses hier. Ne, Shimura mit Schwarzlicht, wo man dann die schönen Blutspuren sehen kann. Und das, was sie alles mit Blut gezeichnet bzw. gemalt haben. Aha, da sehe ich schon, da geht was mit Chinese. Hey, soll funktionieren hier. Ja, schön. Rüber damit, damit wir hier rüberklettern können. Dann weiter. Plasma-Energie nehmen wir mit. Die packen wir ein. Wo? Das war mit Sicherheit nicht der Einzige, der uns hier ins Leder will. Da kommen noch mehr. Da kommen hundertprozentig noch mehr. Wie sieht es denn mit Lebenspacks aus? Das kleine nehmen wir mal einfach, würde ich sagen. Ah, da wäre zwei von sogar. Werfen wir uns die beiden mal gerade rein. Oder? Nee, eins. Eins reicht. Ja, schon voll. Hier nochmal kurz reinschauen. Plasma-Energie sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier nochmal kurz nachladen. Sagen wir die Munition dafür haben. Für den Plasma-Cutter haben wir jetzt auch reichlich Munition. Also wir sind nicht mehr so arme Kirchenmäuse wie vorher. So, und jetzt müssen wir das Ding hier nochmal rüberholen. Ja. So, damit wir hier rübergehen können. Dann noch ein bisschen Munition für das Impulsgewehr. Und hier ist ein Aufzug nach dort unten. Ach, krass. Das gerade Necromorphen, diese elektrostatischen Blitze gerannt. Tausend, immerhin ganz nett, auch wenn wir dafür viel Munition verprasst haben für diese Kreatur. Jetzt fahren wir mal runter. Kommen bestimmt noch wieder. Das habe ich gesagt, ich höre es ja schon. Ja,
Der lebt immer noch. Krass, der hält echt einiges aus. Den habe ich mir gut auf den Kopf gezogen. Wo, 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 wo? Da? Weggelaufen, schnell wieder um. Lass mal Cutter! Scheiße! Mann, da hat er uns doch noch erwischt, der Sack. Drecksack. Aber immerhin hat er Medipack dabei gehabt. So, also Entschuldigung quasi. Ah, und mal hier drauf treten. Okay, okay. Hier sind auch noch 3300 Credits, die wir uns nicht entgehen lassen wollen. Ich glaube, jetzt müssen wir hier den Strom ein bisschen unterbrechen. So, und das haben wir auch hingekriegt. Das Ding läuft nicht mehr. Die Blitze sind weg. Dafür sind die Necromorphs da. Ah. Und da noch so ein Hüpfer. Schau, schon, lad den Plasma gerade danach. Jo. Ja, dann wollen wir weiterziehen. Mal gucken, was uns hier noch erwartet in diesem schönen Loch. Müssen wir da rein? Was haben wir denn da drin? Halbleiter Rubin, die ist 10.000 wert. Das ist natürlich echt ein Leckerbissen. Da können wir uns viel für kaufen. Munition oder auch noch weitere tolle Sachen. Da müssen wir um die Ecke lang. Eine Energiesperre. Das ist also ein Raum mit Energiesperre. Ja, das machen wir immer, weil da findet man auch oft einen weiteren Energieknoten drin. Und noch viele besondere Sachen. Ein wahres Gourmetzimmer für Dead Space, Freunde. Und Medibags. Das hat ja jetzt schon gelohnt. Ach, das hatte ich mir natürlich noch nicht. Ach, scheiße. Die Bulls-Dings haben keine Knarre hier. Junge, 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 Junge. Das war eine Überraschung. Also wir hatten da noch nie Kreaturen drin, muss ich sagen, in so einer Kiste. Hier nochmal öffnen. Noch ein kleines Medipack. Wenn kleine Medipacks so viele da sind, dann will ich mal behaupten, dass da nachher eine große Kreatur auf uns zukommt. Die uns vielleicht... Ui, da sind wir echt gut ausgestattet. Also da nehmen wir doch mal jetzt hier so ein Medipack. Halbleiter Rubin verkaufen wir ja. Und noch ein kleines, dann sind wir auch ganz voll wieder. Und sehr gut gerüstet. Noch ein bisschen Plasma-Energie. Und noch eine Halbleiter-Bronze. Die besten scheinen ja die Halbleiter-Diamant zu sein. Hört ihr das? Ganz in der Nähe scheint auf jeden Fall einiges abzugehen. Und ich wette, da müssen wir noch dran vorbei. Es wird also nochmal sehr, sehr spannend hier. Eine Stasi-Station. Die wollen wir uns auch mal gönnen. Hier geht's weiter durch diese Türe. Hier brauchen wir aber nichts liegen lassen, glaube ich. Nee, nicht, zumindest nichts Offensichtliches. Nicole, Nicole, was sollen wir nur mit dir machen? Schon ganz schön penetrant, wie die hier ins Isaacs gehören will und mal diese Visionen die ganze Zeit. Ach ja, Nicole. War übrigens, wie man wahrscheinlich auch schon, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, Medizinerin. Ich habe gesehen, da ist ein Shop, ein Speicherpunkt. Wo wir aber erst hingehen, natürlich, wenn wir hier diesen Laden ausgeräumt haben und danach wird es nämlich noch richtig gefährlich wahrscheinlich. Deswegen müssen wir hier gut eingepackt uns immer ins Abenteuer stürzen und immer auf der Hut sein.